Ich muss. Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einer neuen Runde PUBG. Wir sind heute wieder alleine unterwegs, weil die ganzen Noobs, mit denen ich Sonne spiele, einfach allzu schlecht sind. Deswegen habe ich gesagt, ich werde mich alleine zum Sieg führen und das dementsprechend auch komplett alleine feiern und ausbaden, selbstverständlich. Nur haben wir natürlich das Problem, wir müssen erstmal schauen, wo wir hier rausspringen werden. Und ich bin so ein bisschen am hakeln, ob ich in der Villa rausspringen werde, einfach aus dem Grund, weil es geil ist. Oder, komm scheiß drauf, ich werde in der Villa rausspringen. Ich werde da, hier, seht ihr das unten? Da muss ich hin. Ich habe die dumpfe Vermutung, nicht nur eine dumpfe Vermutung, sondern wahrscheinlich auch eine, die sich bestätigen wird. Ja, guck mal, da ist einer schon. So ein kleiner Rabauke. Was habe ich hier noch? Ah, es geht. Okay. Ich hoffe einfach mal, dass sich nicht zu viele Fallschirme öffnen und dass ich hier relativ alleine rauskomme. Denn der Loot ist, der ist gut. Das haben wir schon einmal gesehen. Der ist insane. Seinen lustigen Sack auf. Boah, was? Wie viele da landen einfach? Ja, die töten sich alle gegenseitig. Und ich bin nicht wirklich alleine, ne? Das, liebe Freunde, ist eine Goldgrube. Das ist wirklich mentaler Skill. Die haben sich gedacht, hier kommen wir nicht hin, hier ist der Buddy. Hier ist einfach zu harte Konkurrenz, deswegen prügel ich mich lieber mit 20 anderen Affen irgendwo in so einer Bergstadt. Wir sind im Kreis drinne. Also besser hätte es uns an dieser Stelle nicht erwischen können. Oh Leute, ich glaube, ich... Ich wusste es! Ich wusste es! Der will mich, 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 der will mich. Ich habe kein Leben mehr. Man kann nicht durchs Fenster werfen, du Idiot. Ich habe Angst. Mann! Warum? Immer das gleiche, ich bin aus Versehen auf den Schussknopf gekommen. Das war halt super kacke. Und willkommen zu einer neuen Runde Solo-Queue PUBG. Wir spielen heute auf den Sieg. 100 Leute gehen rein, einer geht raus und dieserjenige werde ich natürlich sein. Die Chance, dass da natürlich was kommt, ist relativ hoch. Oder ich könnte in die Villa gehen, was ein weiter Weg ist. Ich aber jetzt einfach mal auf mich nehme und abspringen werde. Weil ich halt nicht glaube, dass wir es wirklich bis da hinten hin schaffen. Die ist halt noch übelst weit weg. Aber ich renne in dieses Haus rein, damit ich wenigstens irgendeine Chance habe, irgendwie an Waffen zu kommen. Aber gerade ist halt, ja, erstmal insane gar nichts. Oh lol, ich habe eine Waffe. Ich bin halt echt nicht weit gekommen mit dem Fallschirm. Auf jeden Fall nicht ansatzweise so weit, wie ich gerne hätte sein wollen. Ist halt auch nicht das Wahre. Ich glaube, ich muss wirklich komplett durchlaufen. Dann schaffe ich das nicht. Aber ich habe einen Rucksack und 15 Schuss. Bin also komplett insane. Ja, gehen wir mal hierher. Aber eine richtige Rifle wäre halt super wichtig im momentanen Status. Eins richtige Waffe. Und eine AKM. Hallo AKM. Gehen wir uns noch dieses Haus und dann verpissen wir uns. Einfach nur noch nach vorne. Durch. Wir haben eine Scheiße halt nur gezogen. Es geht schlimmer, aber es geht auch wesentlich besser. Fuck. Okay, da können wir nicht hin. Wir können versuchen, hier hinzukommen. Aber ich glaube, auch die Militärbasis wird jetzt schon genommen sein. Wir haben die Militärweste, was gut ist. Wir haben einen Level 2 Helm. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, dahin zu gehen. Da ist das Häusli. Das Häusli, das Knusperhäuschen. Da gehen wir jetzt rein. Nehmen die Beine in die Hand. Wir schreien, wow, wow. Wir sind so langsam ohne Auto. Oh no, no. Ein Energy Drink, okay. Ja, haben oder nicht haben, ne? Laufen, laufen, das macht Spaß. Wir sind Läufer und Läufer geben Gas. So, 51 Leute leben noch. Das heißt, wir sind unter die Top, also die bessere Hälfte gekommen, ohne einen Schuss abzugeben. Das ist ja schon mal heftig. Ja. Sieht sicher aus. Laufen mal wie ein Frosch im Zickzack. Geht auf, es ist auf jeden Fall schon angelootet worden. Gott, ich würde sowieso sterben. Wo? Oh Gott, der hat eine Schrutze. Ich wusste. Kacke, Mann. Ich wusste, dass der kommt. Dann hau mir das Ding hier noch weg. Warum? Mist!
Hallo liebe Freunde, zur bestimmt allerersten PUBG-Runde an diesem unglaublich schönen Sonntag, glaube ich. Wisst ihr was, ich gehe da hinten hin. Ich gehe zu diesen Puzzlehäusern. Denn da sterbe ich wenigstens nicht direkt, wenn ich in einem Haus sicher angelangt bin. Und das hoffe ich selbstverständlich. Die Antwort ist ja. Okay. Warum sind die... Ach, du heiliger Strohsack. Sagen wir es mal so... Damit habe ich nicht direkt gerechnet. Geh weg, geh einfach weg. Du Lappen. Oh Gott. Oh, das ist die Punktlandung. Das ist keine Punktlandung. Fuck, okay, aber wir sind direkt an der Tür. Die Tür zumachen hinter uns, weil wir sind nette Menschen. Junge, jetzt habe ich eine Knarre. Die sollen kommen. Wenn ich jetzt einen sehe, ne, den brate ich direkt über dem Haufen. Kompensator, Munition. Was? Ich hab Glück? LOL? Boah, Junge, jetzt zimmer ich die alle weg. Oh, nein! Nein! Mann, schon wieder! Die gleiche Kacke jedes Mal. Ich hör auf, ich quitte das Spiel. Wer steht denn da mit in der dunklen Ecke? Dankeschön dafür. Das kann ich das laut drehen dann, dass ich Kacke bin. Also, ich würde hier schon aus dem Off... Text quasi schon vorgeworfen, dass ich scheiße bin. Muss man einfach sagen, es lief heute nicht ganz so. 3 Spiele, kein Kill. Toll. Ich freue mich darüber. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ein bisschen unterhalten. Was haltet ihr von solchen Events wie dem Japan Day? Einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. In die Kommentare schreiben. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Dann gibt es wieder Leak. Und ja, tschüss, bis dann.